Im Rahmen seines Kommunaltages in Rochlitz besuchte Landrat Matthias Damm und seine Kommission verschiedene Objekte in der Stadt. Darunter war auch die in der Sternstraße vorübergehend untergebrachte Stadtbibliothek. Das alte Gebäude im Zentrum der Stadt soll für 2,6 Millionen Euro umgebaut werden. Natürlich nutzten er und sein Kompetenzteam die Gelegenheit, sich auch vor Ort ein Bild von der Umbaumaßnahme zu verschaffen. Nach jetzigem Stand sollen hier Anfang April die Umbau- und Sanierungsarbeiten beginnen. Was die Bibliothek anbelangt, kann ich nur gratulieren, dass diese Entscheidung so getroffen wurde, dass man nämlich im Zentrum der Stadt Rochlitz dieses historische Haus dazu nutzt, um dort die Bibliothek unterzubringen. Dort löst man einen städtebaulichen Missstand, ohne dass das hier vorwurfsvoll gesagt ist, aber das ist nun mal der Sprachgebrauch, löst man einen städtebaulichen Missstand und bringt zugleich Belebung in die Innenstadt. Denn all diejenigen, die in die Bibliothek gehen, die werden sicherlich nicht nur dahin gehen. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass in diesem Platzbereich das ein gelungenes Ensemble sein wird. Und insofern kann ich nur sagen, Glückwunsch zur Entscheidung und natürlich alles Gute für die Durchführung und dass man im Kostenrahmen bleibt, weil nur auf diese Weise gelingt es letzten Endes auch, die Innenstadt attraktiv zu gestalten, um anziehend zu sein für die Bürger, für die Besucher und alle, die sich dafür interessieren. Die Bibliothek war die vorletzte Station des Kommunaltages. Einen ausführlichen Bericht von den anderen Stationen sehen Sie bei uns in der nächsten Woche.